Ja, ich hoffe, ich habe meine Hausaufgaben gut gemacht. Teil 2, 7. Juni, Deutschland gegen Aserbaidschan, beziehungsweise umgekehrt, da das Spiel ja in Baku stattfindet. Ja, Oliver Bierhoff hat gesagt, wir bleiben im deutschen Rhythmus und auch ist also sehr zuversichtlich, sagt, Qualität und Motivation, die müssen reichen. Und auch Joachim Löw ist gut drauf. Er will vor allem viel Kreativität sehen und musste zwei Spieler nachnominieren. Das war der Luis Holtby und der Sebastian Rudi. Dadurch, dass Sami Khedira und Simon Rolfes ausgefallen ist, braucht er zwei Männer im Mittelfeld. Er will Mittelfeldspieler, die möglichst variabel agieren, so hat er es gesagt. Einer, der mehr so in der Abwehr die Verantwortung übernimmt und zwei, die die Offensive auch leiten können. Ja. Ansonsten also sieht die Bilanz gegen Aserbaidschan sehr gut aus. Es gab bisher drei Treffen und 12 zu 1 Tore. Jetzt also das 6 zu 1 im Hinspiel in Köln. Dann in der WM-Quali im August 2009 gab es die ersten beiden Treffen. Es gab ein 2 zu 0 in Baku und ein 4 zu 0 in Hannover. Also da kann man doch sehr zuversichtlich sein. Und auch Mats Hummels, der jetzt in der Innenverteidigung tätig ist, der nicht wie im Spiel gegen Österreich ins Mittelfeld ausweichen musste, sieht das Ganze sehr zuversichtlich und sehr optimistisch. Er sagt, also müssen noch mal richtig Gas geben. Der Akku ist voll und ist jetzt so das letzte Spiel vor der Sommerpause und weiter geht es erst im September gegen Österreich. Also dann eine lange Verschnaufpause. Die Frauen dürfen ja dann ran zur WM. Also ist noch mal das letzte Spiel. Da kann man noch mal alles zeigen und auftrumpfen und ja. Freuen wir uns doch auf ein sehr schönes Spiel mit vielen Toren und einem guten Abgang in die Sommerpause dann. Yes.